Ich wollte einerseits Fotograf werden, andererseits wollte ich die Welt sehen. Und das ist sich irgendwie ausgegangen. Oft kommen da auch glückliche Zustände, Situationen zusammen. Man ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich so jung und so aktiv war. Und vielleicht auch zeitweise ganz gute Fotos gemacht habe. Und ich habe dann für sehr viel, für Zeitungen, für österreichische, später dann bald auch für Magazine, auch deutsche, also für den Stern, sehr für Reportagen fotografiert. Und so bin ich da langsam hineingewachsen. Mitte, Ende der 60er Jahre hat es erstens einmal 9 Tageszeitungen in Wien gegeben und es hat 2 Tageszeitungen gegeben, die 3 Ausgaben gehabt haben. Es hat den roten, den blauen und noch violett oder was war die dritte Farbe, Kurier und Express gegeben. Das heißt, trotz dieser schwierigen Situation war es so, dass man aktueller manchmal produziert hat als heute. Mich hat immer interessiert von Anfang an der Mensch, der Kopf, das Porträt, die Situation, in der sich ein Mensch befindet. Und da aus ihm, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, da aus ihm, aus diesem Menschen ein kleines Geheimnis hervorzuholen. Ich habe später dann schon natürlich auch in Farbe fotografiert, aber das ist eine Sache, die man nicht erklären kann oder nicht, da gibt es keine Begründung, keine definitive. Für mich ist Schwarz-Weiß einfach wesentlich stärker, aussagekräftiger. Zu meinen Lieblingsfotos gehören die von der Künstlerkolonie in Gugging. Von den 12 oder 15 Leuten haben bis auf 2 alle sofort zugesagt, haben sie gesagt, stellt euch da her, weil da war hinten war so noch so ein Graffiti an der Wand, haben sie aufgefadelt, hingestellt. Nur ein Junge, den Namen weiß ich nicht mehr, und vor allem der Johann Hauser, der der Star damals war, hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Sag ich, bitte Herr Hauser, warum? Ich stelle mich nicht mit den Noren auf eine Bühne zusammen. Dann hat er gesehen, die anderen sind vorn gestanden in einer Reihe und plötzlich, ich will schon auf dem Auslöser drücken, plötzlich sehe ich, aus dem Fenster hinten schaut der Hauser und sein junger Freund, der aus Solidarität mit ihm sich vorher auch nicht hingestellt hat, schauen sie plötzlich so durchs Fenster durch. Das war aber wirklich eine Hundertstel Sekunde quasi, ein Bild, ein einziges, weil dann hat er sich gleich wieder umgedreht und ist weggegangen. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsfotos, wenn man so sagen kann. Der Warhol habe ich von einem Schweizer Galeristen erfahren, dass der nach Wien kommt, dass er in kürzester Zeit, das war sehr streng geheim, in kürzester Zeit 3 reiche Menschen oder deren Verwandte porträtieren wird, und der Warhol vorher, es hat geheißen Punkt 12 waren alle dort versammelt, da sind einmal 3, 4, 5 so Bierscherln reingekommen, haben sich das angeschaut, haben Probefotos mit der Polaroid gemacht und dann hat man so gespürt, jetzt kommt gleich er, irgendwas ist in der Luft gelegen, und der Warhol, muss sagen, hat wirklich eine tolle Ausstrahlung gehabt, und Aura ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wie er gekommen ist, haben alle gesagt, quasi jetzt ist man gewusst, jetzt ist er da. Und er hat dann diese lächerliche Polaroid Landkamera in die Hand genommen und hat so gemacht, dann so und dann hat er 2-mal draufgedruckt und entschwebt wieder. Das war's. Aber er hat Ich habe mich
Ist das denn nicht? Ja, ganz.